Wir haben, glaube ich, so einen guten Draht zueinander, dass jeder den anderen sein lassen kann. Und trotzdem inspirieren wir uns ja gegenseitig. Also wenn du mich so nach meiner größten Inspiration fragst, dann ist das sick. Aber ich dachte, du hast ein gutbürgerliches, studentisches Leben gelebt. Stimmt das gar Ich habe nicht? beides gelebt. Du warst also ein Gangsterstudent. Ja, Gangster ist wirklich so ein schreckliches Wort, so. Was ist die Idee hinter dem Video und wie habt ihr sie umgesetzt bekommen? Also die Vision, diesen Kurzfilm so zu machen, diese Trilogie, das wird als Trilogie erscheinen, hatten wir schon länger. Und wir hatten schon seit letztem Jahr einen guten Kontakt zu den Red Bull-Leuten. Und durch verschiedene Shows, die wir gespielt haben. Und wir haben unser Album ja in Amsterdam aufgenommen, in den Red Bull Studios komplett diesmal. Aber seht ihr euch auch als einen Gegenentwurf? Also, Zu Geld und Medien, ne? naja, ihr verbergt zum Beispiel, ihr lebt, ihr seid in Anführungsstrichen Stars, aber ihr entzieht euch der Mechanik und Ja, ihr genau, wir würdet. reduzieren auf das, was es sein soll, auf Musik. In dem Video und generell auch in einer ganzen Reihe von Texten, weil ich habe das Album schon hören dürfen, sind sehr viele spirituelle und mythologische Motive, die ihr verarbeitet habt. Wo kommt das alles her? Also lest ihr Bücher über die griechische Historie und die Bibel und den Koran oder wo zieht ihr das alles her? Ist das aus Gesprächen oder? Klar auch, und das sind Fragmente, aus denen man sich seine Welt so zusammensetzt. Und also wir setzen uns jetzt nicht hin und betreiben Recherche für das Album so, aber das sind die Dinge, die uns anziehen, wo wir uns hingezogen fühlen, und dann bleibt man natürlich irgendwo hängen und bricht sich überall seine Splitter raus.